Hallo, ich bin Anne und ich komme aus dem Schwabenländle. Das ist in Baden-Württemberg, Schwaben, so im rund um Stuttgart drumherum oder wie wir sagen da rund um Stuttgart. Es gibt viele Diskussionen, ob Schwäbisch jetzt eigene Sprache ist oder etwas. Eigentlich ist es bloß ein Dialekt. Aber ich denke, vor allem das alte Schwäbisch ist eigentlich eine Sprache für sich. Und ich möchte euch zeigen, warum ich das denke. Nehmen wir zum Beispiel mal das Wort für diese Frucht. Auf Hochdeutsch sagt man eine Erdbeere. Wir Schwaben sagen ein Brechtling. Zumindest die alte Schwaben sagen das. In den kleinen Dörfler auf der Schwäbischen Alb. Da ist Schwäbisch wirklich noch am Leben, obwohl wir in der Schule müssen wir Hochdeutsch schwätzen, aber so in der Familie, vor allem mit dem Ene, da schwätzt man noch Schwäbisch. Ich bin stolzer Schwabe, vor allem, weil ich denke, dass die schwäbische Kultur ganz besonders schön ist. Wir sind eine ganz warme Kultur, wir kommen gern zusammen in der Familie. Und in vielen Teilen vom Schwabenländle ist der Glaube an Jesus Christus eigentlich noch richtig am Leben. Die Landeskirche ist aktiv und am Leben, junge Leute, alte Leute, jeder ist mehr oder weniger in der Kirche involviert. Und das hat auch historische Gründe, weil vor ungefähr 200 Jahren haben Schwaben beschlossen, wir wollen die Bibel auch für uns selber lesen. Wir wollen nicht bloß am Sonntag vom Pfarrer hören, was der aus dem Wort uns erklärt, das ist schön und gut, aber wir wollen es für uns selber lesen. Da haben sie begonnen, Mittwochabend in der Bibelstunde selber das Wort Gottes zu lesen und es auf ihr eigenes Leben anzuwenden. Und das sieht man bis heute. In der kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb, jeden Mittwoch ist Bibelstund oder einfach bloß Stund. Da geht man nach, um das Wort Gottes zusammen zum Lesen und aufs eigene Leben anzuwenden. Deshalb bin ich stolzer Schwabe. Man sagt auch, wir kennen alles außer Hochdeutsch. Und in dem Sinne, viel Spaß beim Schwäbisch lernen. Ade.